Ich freue mich, heute hier zu sein, und ich freue mich noch mehr, unsere nächste Speakerin vorstellen zu dürfen. Yvonne Dickhoff, ausgebildete Fotografin, Diplom-Designerin und Mentorin, selbstständig seit über 20 Jahren im Bereich Design. Und sie erzählt uns heute, wozu eigentlich Design, und gibt uns einen kleinen Einblick in die Welt des Designs, der Farben, der Schriften und vielem mehr. Und damit bitte begrüßt sie mit einem kräftigen Applaus und deine Bühne. Dankeschön. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Ich höre mich gut. Ja, wozu Design? Diese Folie ist ein gutes Beispiel dafür, wie man es nicht macht. Also, ich bin, hat der Lukas schon gesagt, Fotografin und Diplom-Designerin. Habe in Berlin bzw. Potsdam Kommunikation Interface Design studiert. Mit den ersten Screen Designs habe ich 2004 angefangen. Mit WordPress arbeite ich seit 2013. Ja, und dann mache ich eben dieses Mentoring, begleite Menschen dabei, ihr Design zu verbessern oder zu professionalisieren. Ob man das jetzt Mentoring, Coaching, Tutoring nennt, habe ich mich auch noch nicht so ganz festgelegt. Und mit dem Gerd Zimmermann und dem Matthias Kurz, der auch hier vorne sitzt, mache ich inzwischen, organisieren wir das Meetup in Bern. Genau. Und die Webadresse yvonnedickhoff.ch/geroldstein23, da findet ihr dann auch nachher noch die Folien. Aber ich habe auch am Ende noch einen QR-Code, den ihr dann abfotografieren könnt. Genau. Also so ist besser. Hm? Also ich mag es grundsätzlich aufgeräumt. Wenn ich in einen Raum reinkomme und da ist so Chaos, dann finde ich mich nicht so zurecht. Und ja, dann fange ich so an zu sortieren und zu strukturieren und gucke, okay, was ist jetzt da thematisch los und so. Nur so, dass so als kleinen Einstieg das Wort aufgeräumt wird, jetzt glaube ich noch ein bisschen öfter vorkommen. Wenn ein Design aufgeräumt ist, könnte man grundsätzlich sagen, ist es auch zu einem Drittel barrierefrei. Oder wenn man eine Website gestaltet und die aufgeräumt ist, dann ist sie eben auch zu einem Drittel barrierefrei. Ich sag das so grob. Ihr habt vielleicht den Vortrag auch von Maja Binke vorhin gesehen. Einige Sachen werden sich unter Umständen wiederholen. Barrierefreiheit ist eben Design, Inhalt und Technik. Und ich spreche aber vor allem jetzt über das Design. Also eben Farben, Kontraste, Schriftgrößen und so weiter. Farben, Schriften und Bilder. Und werde auch ein paar Kombinationen von Farben und Schriften zeigen und auf ein paar Layout-Beispiele eingehen. Fangen wir an bei den Farben. So, das ist jetzt mal so ein Farbkreis. Eben deshalb haben wir das Licht auch runtergedimmt. Ich hoffe, man sieht das gut oder man hat auf jeden Fall eine Vorstellung. Farbkreis kennt ihr alle. So, wenn man jetzt richtig tief in den Farbtopf greift, dann kann da sowas bei rauskommen. Abgesehen auch, hier ist jetzt so der Kontrast so auf dem Button sogar ganz gut, auf meinem Bildschirm nicht so doll. Jetzt habe ich mal diese Farben rausgepickt, das sind so sieben. Sieben und zwar ziemlich kräftige und auffällige Farben. Da habe ich dieses Screen Design und eben diese Farben rausgepickt und habe mal die jetzt mit diesen gestrichelten Linien einfach geändert. Ich zeige euch nochmal den Unterschied. Habe das einfach ein bisschen angepasst an das, was sowieso schon existiert, nämlich das Orange, das Blau. Ich habe das T-Shirt von der Frau noch geändert. Die T-Shirt-Farbe mit diesem Grün fand ich jetzt auch nicht so. Also ja, da war viel los. Also ich habe das jetzt mal auf fünf Farben reduziert. Ja, ist so, würde ich sagen, schon eben ein bisschen aufgeräumter und harmonischer. So, wie erstelle ich jetzt eine Farbpalette? Wenn man jetzt sich nicht so viel mit Farben beschäftigt. Okay, das sind jetzt mal so vier Grundfarben. Und wenn ich da jetzt, die sind jetzt ziemlich gesättigt und knallig dadurch. Wenn ich jetzt schon mal die Sättigung ein bisschen runterdimme, also ihr seht den Unterschied, dann ist es schon mal ein bisschen weniger aufdringlich. Ja. Und dann nehme ich mir vielleicht diese zwei Farben da draus oder diese zwei. Oder diese zwei. Und dann kann ich diese zwei Grundfarben vielleicht erweitern durch Abstufungen, füge noch ein Anthrazitfarben hinzu, also so ein dunkelgrau und ein helles Grau. Und dann habe ich eigentlich schon eine Farbpalette, mit der ich so mal arbeiten kann. Ein paar Beispiele. Hier ist jetzt zum Beispiel mit sehr verwandten Farben gearbeitet, also alles so grün,
Töne. Es ist sehr simpel, die Farbauswahl, und sehr harmonisch. Hier ist es jetzt schon, wenn man sich diese 8 Farben anschaut, geht das ein bisschen knalliger. Also dieses Grün ist fast Neon, und das ist noch eine Abstufung davon. Dieser Hintergrund hier, der ist sehr hellrosa. Hier sieht man auch den Kontrast, glaube ich, gut. Weiß, hellrosa. Und obwohl eben diese Knallfarben eingesetzt sind, sind die wirklich dosiert als Akzente eingesetzt. Also hier funktioniert das gut, wenn man eben dosiert mit Knallfarben oder sehr starken Farben arbeitet. Auch ein schönes Beispiel, hier ist einfach, Komplementärfarben, das haben wir auch schon gehört, das sind die Farben, die sich im Farbkreis gegenüberliegen, also ist in dem Fall Grün und Orange. Und ist es gezielt, aber eben mit Kontrasten gearbeitet, der Hintergrund ist dunkel, und auch wenn die Farbpalette relativ groß ist, ist es sehr dosiert eingesetzt auch. Und es wirkt durch diesen Kontrast natürlich auch außergewöhnlich. Also schönes Beispiel, wie man mit Farben auch arbeiten kann. Fazit: Farben, weniger ist mehr. Vorsicht mit zu vielen Knallfarben, Abstufungen von Farbtönen nutzen, wie jetzt aus dieser Farbpalette zum Beispiel. Mit benachbarten Farben arbeiten ist auch gute Geschichte, und Kontraste beachten. Übrigens, die Folien könnt ihr nachher auch runterladen, ne? Also 1:1. Müsst ihr gar nicht euch. Ja? Also die Frage ist, ob, oder die Frage ist, ob. Das kommt drauf an. Also das ist jetzt mal so eine Palette, wo ich sagen kann, okay, da habe ich eine Auswahl, und die ist so harmonisch gewählt, dass ich jetzt nicht da in die Bedrulle komme, zu viel zu machen. Das kommt total drauf an. Kann ich so... Zum Thema Text und Typografie, das Kapitel ist ein bisschen länger. Grundsätzlich zum Thema Schriftsatz und Schriftbild. Jetzt haben wir hier mal so einen Text. Der ist, also Buchstabenwüste. Der ist jetzt unformatiert. Wenn ich da jetzt zum Beispiel schon mal die Satzbreite verkleinere, kann ich da schon mal was tun, um der Lesbarkeit entgegenzukommen. Dann mache ich die Schrift größer. Dann kann ich mit Zeilenabstand arbeiten, dann kann ich noch Abstände zwischen den einzelnen Absätzen einsetzen, dann kann ich auch die, noch diese Folie, das Theme 2023 zum Beispiel, macht es eigentlich schon par Default so gut, da ist eigentlich schon mal so grundsätzlich alles so eingestellt, das ist schon mal cool. Jetzt kann ich noch damit arbeiten, dass ich die Zwischenüberschriften zum Beispiel fett mache oder vielleicht größer. Ich kann noch zur Lesbarkeit oder als Hilfe, um einen Text zu strukturieren, kann ich mit Linien arbeiten. Und dann kann ich auch mit verschiedenen Schriftstilen arbeiten, indem ich jetzt zum Beispiel diesen Einleitungstext kursiv setze oder auch die Zwischenüberschriften kursiv setze. Hier jetzt zum Beispiel ein Beispiel, was ich erst kürzlich gefunden habe. Ich habe erst gar nicht erkannt, ist das jetzt eine Auflistung oder ein Fließtext? Weil für einen Fließtext wäre der Zeilenabstand viel zu groß. Also zumindest ist das sehr verwirrend irgendwie. Und wenn es eine Liste sein soll, fehlt für mich ein bisschen das Erkennungsmerkmal dafür, dass es eine Liste ist. Also so, ihr seht die kleinen Pünktchen davor, finde ich so schon visuell. Also was ich sagen will, ist, die Information, die man bringen will, sollte so strukturiert oder aufgebaut sein, dass man auch visuell sofort erkennt, was es ist. Thema Blocksatz hatten wir bei Maya auch schon, und das ist genau das, was dann entsteht. Eben die Zeilen, die hier markiert sind, entweder sind die Abstände zwischen einzelnen Wörtern zu groß, oder was auch passieren kann, sind so eng, dass es eigentlich am Ende ein Wort
ist, so optisch. Auch ein schönes Beispiel, wo Blocksatz weniger gut funktioniert. Also es ist einfach so, die Wörter fliegen da dann durch diese Lücken einfach ziemlich rum. Ja, und hier habe ich mich auch gewundert, wieso was entsteht. Ja, also man sieht, es ist schwierig, man weiß nicht, wo man da hinschauen soll und wo der Text anfängt und aufhört. Also, lieber Flattersatz, das sieht dann so aus, flattert. Flattersatz heißt das, weil das hier so flattert. So. Und bei schmalen Spalten ist auch im Flattersatz so, dass da auch so große Lücken entstehen können, wie jetzt zum Beispiel ganz links. Und da bietet sich dann eine automatische Silbentrennung an. Genau, dann ist der Text, egal ob im Flattersatz oder im Blocksatz, so, dass die einzelnen Leerzeichen auch so einen Platz haben, dass es nicht zu viele Lücken gibt. Großbuchstaben, auch Versalien genannt, ihr kennt das wahrscheinlich auch. Wenn ich jetzt dieses Textbeispiel komplett in Großbuchstaben schreibe, sieht das ungefähr so aus. Kann man nicht lesen. Also schwierig. Hier haben wir auch noch ein schönes Beispiel. Auf der linken Seite alles in Großbuchstaben, auf der rechten Seite mit Groß- und Kleinbuchstaben. Und so fürs Auge ist das viel verständlicher. Jetzt würde ich euch gerne erklären, warum das so ist. Wenn ich das Wort Webdesign jetzt mal in Großbuchstaben schreibe und darunter in Groß- und Kleinbuchstaben und da jetzt mal so Kästen drüber setze, dann kann man fast das Wort drunter schon lesen, ohne dass man das Wort ganz sieht. Und das liegt einfach daran, wir haben Ober- und Unterlängen, also oben das sind die Oberlängen, unten das sind die Unterlängen und die geben uns eine zusätzliche Information über eine Form und die Buchstaben können wir deshalb, also wir haben mehr Informationen über den Buchstaben und können den deshalb besser wahrnehmen. Also wenn Großbuchstaben einsetzen, dann für Zwischenüberschriften, so wie jetzt in diesem Beispiel, da geht das gut. Und ich würde sagen, wenn man mit Großbuchstaben arbeitet, dann am besten einfach eine Zeile, mehr nicht. So. Habt ihr das gehört? Also sie sagt, am besten ganz lassen, man sagt nur 8 Buchstaben in einer Zeile, das heißt Webdesign ist das Wort auch schon zu lang. Ja, kann man sich drüber streiten. Ich finde, das geht jetzt noch, aber ja. Hier ein Logo, wo man auch super sieht, obwohl bei dem oberen Wort die Unterlängen fehlen und bei dem unteren Wort die Oberlängen, es hat eben genug Ober- und Unterlängen, so dass man das trotzdem gut lesen kann. Also funktioniert natürlich nicht mit jedem Wort. Je mehr Unterlängen und Oberlängen, desto besser. Und wenn man Großbuchstaben benutzt, dann bloß nicht noch irgend so eine verschnörkelte Schrift, weil also ich lese da zum Beispiel Wertdesign oder Wert irgendwas. Also das bitte auch vermeiden. Klingt irgendwie alles logisch, ne? Aber wenn man es dann so sieht. Thema Kontraste hatten wir vorhin bei Maya auch schon. Eben, also das ist definitiv ist es, ja, zu wenig Kontrast. Wenn ich jetzt den Hintergrund dunkel mache, hier in dem Fall ist jetzt der Hintergrund schwarz und die Schrift weiß. Und da bietet sich dann an, damit der Kontrast nicht zu stark ist, weil das flimmert so ein bisschen, den Text hellgrau zu machen. Also wenn ich das jetzt nochmal so im Vergleich, es ist viel angenehmer für das Auge, das so zu lesen. Das ist eine ganz neue Website, auf die ich vor kurzem gestoßen bin. Da habe ich mich gefragt, wer hat das verbrochen? Da sind so, ja, also die Kontraste, das flimmert ziemlich so durch die Farbwahl. Es ist auch zu wenig Kontrast, die Zeilen sind extrem lang. Also ich habe mal gelernt im Studium 50 Zeichen maximal in eine Zeile. Einfach, wir lesen einen Text und wenn wir im Augenwinkel die nächste Zeile quasi gar nicht erkennen können, schon so im Augenwinkel, dann ist es schwer, die nächste Zeile wiederzufinden. Also wenn die Zeilen zu lang sind, dann, genau. Und der Text ist zentriert, finde ich, eignet sich auch nicht so für Fließtext. Also eben, weil auch die Zeilenanfänge immer wieder springen.
Auch zu vermeiden sind zu dünne Schriften. Auch natürlich hier hat man einfach zu wenig Kontrast. Hier ist jetzt eine Art, so ein, also eben in der Überschrift Großbuchstaben verwendet, und ich finde, die ist auch ein bisschen zu schnörkelig für jetzt so eine große oder so eine Überschrift. Und im Fließtext haben wir sehr wenig Farbkontrast von Schrift zu Hintergrund. Die Schriftart ist sehr dünn und auch sehr schmal. Ja, wenn man viel Text hat, dann manche Kunden, die denken, okay, wir wollen ganz, ganz viel Info auf die Website packen, und dann nehmen sie eine schmale Schrift, damit mehr Text hinpasst. Ja, aber ob man den Text dann nachher liest, ist dann eben auch die Frage. So, wie wähle ich denn jetzt eine Schrift aus? Das werde ich ganz oft gefragt, und man kann das jetzt auch nicht so pauschal beantworten, leider. Was ich oft mache, okay, ich gucke mir erstmal an, gibt es ein Corporate Design? Wenn es ein Corporate Design gibt, und da hat sich schon mal jemand Gedanken gemacht, dann gibt es in der Regel auch ein Style Guide, da sind schon Schriften festgelegt, da sind auch Kombinationen vielleicht festgelegt. Aus dem Logo kann man auch einige Sachen sich vielleicht ablesen oder schauen, okay, was gibt es für einen Stil. Die Geschäftspapiere, oder gibt es Geschäftspapiere, Visitenkarten, Briefköpfe oder Rechnungsvorlagen, da kann man auch mal reinschauen. Und was ist das Image und was ist überhaupt insgesamt die visuelle Sprache von dem Kunden oder von dem Unternehmen? Wenn ich jetzt diese zwei Wörter nehme und mir die Schriften dazu anschaue, also man kann hier gut sagen, okay, Schrift spricht. Wenn ich das jetzt wechsle, funktioniert irgendwie besser. Also ja, vom Stil zeigt die Schrift auch das, was es ist, oder ja, beschreibt das auch mit. Also ein Schriftstil beschreibt auch mit ein bisschen das, worum es geht. Schriften finden. Okay, erstmal macht Sinn, die Ziele zu definieren. Eben welche Wirkung soll die Schrift haben? Okay, es sollte lesbar sein, das sollte grundsätzlich ein Ziel sein. Die Struktur, wie viel Text habe ich? Wie wird die Schrift eingesetzt, welche Funktionen. Bei Funktionen spreche ich vor allem das Thema Tabellen an. Es gibt zum Beispiel Tabellenziffern, oder wenn man, jetzt habe ich kein Beispiel, auf jeden Fall, es gibt Schriften, die haben einen Schriftsatz oder Zeichen, die sind für bestimmte Anwendungen vorgesehen. Und darüber sollte man sich auch im Klaren sein, okay, wo werden viele Zahlen benutzt und welche Schriften sind denn dafür auch dann notwendig. Und bei der Umsetzung, okay, wie viel Textinhalt habe ich, wie muss der strukturiert werden, daraus ergibt sich dann vielleicht auch die benötigte Schriftanzahl. Und natürlich sollte man dann sich über die Kombination von Schriften Gedanken machen. Ja, es kann nur eine geben, also nur eine kann die Hauptdarstellerin sein. Auf der linken Seite haben wir da zwei sehr ausgefallene Schriften. Wenn wir die jetzt kombinieren, also für einen Fließtext sowieso so eine Schnörkelschrift zu nehmen, ist eben auch schwierig lesbar. Lieber im Fließtext so eine klassische, und in der Überschrift kann man dann auch gerne was Ausgefalleneres benutzen. Außer man kombiniert das wieder mit Versalien. was Sinn macht, ist, sich auf mit Schriftfamilien zu arbeiten. Das ist jetzt ein Beispiel von einem Google-Font. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Allegria. Auf jeden Fall gibt es dort eine Sans SC. Das SC steht für Small Caps. Also wir haben hier auf der linken Seite oben einfach eine ganz normale. Das ist ohne Serifen. Also das Sans oder Sans, auf Französisch ausgesprochen, steht für ohne. Auf der rechten Seite oben haben wir dann das Pendant mit Serifen. Serifen sind diese kleinen Füßchen. Die haben wir hier bei dem N, bei dem R. Genau. Und dann gibt es eben für beide Varianten nochmal einen Small Caps Schnitt. Das sind dann eben die kleinen Großbuchstaben. Auf jeden Fall sind wir hier in einer Familie, und alle vier Beispiele hier haben eben so einen ähnlichen Charakter. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, aus den verschiedenen Dicken oder mit den verschiedenen Dicken zu arbeiten. Also wir haben da von 100 bis 800 alle Möglichkeiten. Eben fürs Web würde ich bei 400 anfangen.
Und so könnte das jetzt zum Beispiel sein. Das sind jetzt eben aus dieser Schriftfamilie 5 verschiedene Schnitte, mal fett, mal nicht fett. Und so kann man auch gut eben mit Auszeichnungen, also Auszeichnung, also fett, eine Schrift fett zu machen, ist zum Beispiel eine Auszeichnung. Oder eine Schrift kursiv zu machen, ist auch, nennt man Auszeichnung. Genau. Also kann ich quasi mit 5 verschiedenen Schriften schon auch ein Schriftbild erzeugen, was nicht total durcheinander ist. Aufgeräumt quasi. Ja, Google Fonts, lokal einbetten, nicht vergessen. Wissen wir, glaube ich, hoffentlich inzwischen alle. Fazit Typo, lesbar muss es sein. Nicht zu wilde Kombinationen, auf Rhythmus im Schriftbild achten. Großbuchstaben und ausgefallene Schriften für kurze Überschriften. Maximal eine Zeile oder eben maximal 8 Buchstaben, wenn man das präferiert. Blocksatz vermeiden und nicht zu viel extra oder bis hin zu keine Extravaganz im Fließtext. Fotos und Bilder. Das ist auch eine relativ neue oder aktuelle Website, auf der ich auch letztens war. Und dann ist dieser Saalplan da neben dieser Tabelle mit den Preisen. Und gerade wenn man mit Bildern arbeitet, die grafisch sind oder wo eben auch nochmal eine Tabelle oder Zahlen dargestellt werden, so wie hier, dann grenzt sich das Bild in dem Fall einfach sehr schlecht vom Inhalt ab. Also was man ganz einfach machen kann, einfach ein Pixel Border drumherum setzen zum Beispiel. Andere Möglichkeit wäre einfach, das sieht man jetzt leider nicht, das ist so ein ganz leichter grauer Hintergrund und dadurch, dass der, ich muss jetzt leider erklären, dadurch, dass eben dieser Hintergrund von dem Bild hellgrau ist, gibt es hier eine Kante. Und dann erkennt man eindeutig, okay, das ist ein anderer Bereich als jetzt der Inhalts- oder Content-Bereich. Oder man kann natürlich auch mit Schatten arbeiten oder in der Kombination. Also ja, zu viel würde ich auch nicht machen, aber man könnte jetzt zum Beispiel auch den Hintergrund leicht hellgrau machen und einen Schatten drumherum setzen. Genauso hier auf der linken Seite ohne Rahmen, auf der rechten Seite mit Rahmen. Ich finde, das macht unheimlich viel aus, dass man weiß, das ist Text, der erklärt und dann ist es ein Bild, was etwas veranschaulicht. Das sehe ich auch ganz oft, so eine Portfolioübersicht und dann sind das Screenshots von Websites, die einen weißen Hintergrund haben, präsentiert auf einer Website mit einem weißen Hintergrund. Also das hebt sich hier zum Beispiel an der Stelle auch überhaupt nicht vom Hintergrund ab. Ist einfach schwierig zum Begreifen, wo ist das Bild oder der Inhalt zu Ende und wo nicht. Also auch hier vielleicht ein bisschen Abstand, ein Schatten drum, fertig. Das ist jetzt eine Kombination, okay, sehr breiter Rahmen, farbiger Hintergrund, Schatten, ja, funktioniert gut. Wenn die Bilder relativ homogen sind, dann ergibt sich auch automatisch, also wenn es keinen weißen Hintergrund auf dem Bild gibt, heben die sich natürlich vom weißen Hintergrund auch ohne Rahmen oder ohne Schatten gut ab. Das sehe ich auch ganz oft, weiße Schrift auf Bildern, die weiße Elemente im Hintergrund haben. Hier arbeite ich dann gerne, das ist auch noch ein Negativbeispiel. Also auch hier haben wir zum Beispiel viel Struktur im Hintergrund, die Schrift lässt sich einfach nicht gut lesen. Und dann bietet sich an, so ein Overlay oder so ein Filter darüber zu legen, sodass einfach der Kontrast zwischen Hintergrund und Schrift so eindeutig ist, dass man es besser lesen kann. Responsive Design, da sollte man solche Sachen beachten, das habe ich jetzt auch kürzlich gefunden. Also jetzt mal abgesehen abgesehen vom Rest, der Kopf auf der Desktop-Seite ist angeschnitten. Und ja, in dem Fall auf dem Handy gut, auch mal abgesehen davon, dass das Menü da oben so komisch angeschnitten ist. Aber da sollte man wirklich gucken, dass ein Bild auf beiden oder auf allen, Devices? auf allen Geräten einfach funktioniert. Also man kann zum Beispiel auch sowas wählen, dann geht man da sicher, dass das auf beiden Geräten gut aussieht. Man kann auch unterschiedliche Bilder nehmen, keine Frage, genau. Man könnte zum Beispiel ein Hochformat auf dem Mobile einsetzen und ein Querformat
ist natürlich ein bisschen, also einfach, dass man das mit bedenkt. Hm? Sieht anders aus, der Ausschnitt ist anders. Genau. Darstellungsgröße, da war ich auf der Website von IKEA und habe gedacht, so, hä, man kann die Bilder alle gar nicht sehen, die sind so klein auf der linken Seite und die sollen ja eigentlich dazu dienen, irgendwie, dass man sich zurechtfindet, finde ich in dem Fall auch nicht so schlau gewählt. Zum Glück steht unten drunter, was es sein soll. Was ich auch oft sehe, dass so Fotos irgendwie in so ein Layout reingequetscht werden. Also ich sehe es zum Glück nicht zu oft, aber ich verstehe es gar nicht, ehrlich gesagt, wie sowas entsteht, aber macht sowas nicht. Also hier ist ganz klar, gerade wenn ich ein Produkt verkaufen will, dann sollten die Bilder auch das Produkt so darstellen, wie es ist. Also ich sehe das auch bei Personen- oder Porträtfotos, dass die dann irgendwie so zusammengequetscht sind, dann sind das so Eierköpfe oder ich weiß nicht, ich verstehe es nicht, wie, warum, also ja. Ja, Fazitbilder, klar, simpel, unverfälscht. Optische Trennung zum Hintergrund. Abstände zwischen den Bildern sind wichtig. Schrift auf Bildern mit einem Overlay. Ja, man kann die Bilder natürlich auch noch abrunden. Das habe ich jetzt hier mal weggelassen. Responsive Design bedenken und die Bilder korrekt zuschneiden. Jetzt zeige ich noch ein paar Layout-Beispiele. Auf der linken Seite das, was ich gefunden habe, auf der rechten Seite die aufgeräumte oder meine aufgeräumte Version. Ich habe da ziemlich viel geändert. Zum Beispiel habe ich den Verlauf aus dieser Navigation oben aus dieser Topbar einfach mal weggenommen. Also Verläufe auf Schrift. Man sieht keinen Verlauf. Ja. Das ist genau der Grund, warum es nicht funktioniert. Ganz oben, die Topbar, da ist in jedem Menüpunkt so ein Verlauf von weiß bis hellblau. Wie bitte? Der Schrift vom Menü. In der Schrift, genau, in der Schrift. Ja, ja. Danke. Dann diesen Header-Bereich, ich habe das Logo reduziert, ich habe die Linien rausgeworfen, wo ich denke, da müssen eigentlich gar keine Linien hin. Mit den Abständen gearbeitet, habe die Typografie angepasst, also in dem Fall ohne Serifen, einfach, dass man es besser, auch in dem Fall besser lesen kann. Dann diese Bilder, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, da waren drei Bilder auf ein Bild gepackt, also so ein Panorama-Format. Auch hier beim Mobile, wenn ich das zusammenquetsche, ist das nachher vielleicht ein Bildchen, weiß nicht, 5 cm breit und 1 cm oder 2 cm hoch. Kann man nicht mehr sehen. Also erstmal grundsätzlich Bilder würde ich trennen, dann würde ich die gleich breit machen, einen Rahmen drum setzen, Abstand, so dass man auch weiß, ah, das sind drei Bilder. Auf der linken Seite erkenne ich gar nicht, okay, sind das jetzt 3, 4 Screenshots oder, genau. Im Content-Bereich, da muss ich erstmal auch danach suchen, worum geht's eigentlich. Also den Seitentitel habe ich schon mal viel größer gemacht. Ja, und auch hier, dass die aus den Beispielen, die wir vorher schon gesehen haben, hier ist der Text auf der linken Seite zentriert, kann man nicht gut lesen, Schriftgröße ist zu klein, Zeilen sind zu lang. Genau, das habe ich dann auch hier, und die Contentbreite habe ich auch reduziert in dem Fall. Gruppierung und Ordnung durch Flächen. Jetzt haben wir hier 3 solche Teaser mit einem Button darunter. Wenn ich da jetzt zum Beispiel so einen Hintergrund dazu oder hinter diesen Content packe, dann ist viel eindeutiger, das sind diese 3 Elemente und heben sich natürlich so auch viel besser davon ab, von dem, was da drunter kommt, nämlich dieser Button. Also man kann auch mit eben diesen leichten Hintergrundflächen gut Elemente miteinander verbinden. Linke Seite habe ich so gefunden und wenn ich da jetzt mal so Kästen drumherum setze, dann haben wir so ganz viele wild verteilte Rechtecke und auch hier habe ich dann erstmal, also ich muss wirklich gucken, okay, welcher Abschnitt gehört jetzt zu was? Ja, ich glaube, ich muss gar nicht so viel erklären. Also ich habe einfach geguckt, okay, welche Elemente gehören zu einem Abschnitt und habe das eindeutig einfach getrennt, indem ich auch mit unterschiedlich hellen Hintergründen gearbeitet habe. Und im das schon angeboten, das sieht geil aus. Also die
Sie fragt gerade, ob ich denen das schon angeboten hätte. Das sähe geil aus. Nein, habe ich nicht. Aber ich habe gefragt, ob ich das Beispiel benutzen darf. Ja. Genau. Ja, hier sieht man auch ganz schön, man kann auch mit vollflächigen Fotos und eben auch mit diesen Flächen, farbigen Flächen, dunkel oder hell, auch gut arbeiten und Abschnitte voneinander trennen. Gruppierung und Ordnung durch Abstände. Abstände sind ganz wichtig. Hier haben wir jetzt zum Beispiel oben das Original und unten meine aufgeräumte Version. Vielleicht auf den ersten Blick sieht das gar nicht so anders aus, aber es ist zum Beispiel schon, wenn man jetzt das anschaut, wenn ich jetzt da so einen Rahmen drum setze, um das, was in diesem Kasten an Inhalt drin ist, dann ist oben zum gesamten Rahmen, zu diesem Trapez oder so, wenig Abstand. Dadurch, dass ich einfach mehr Abstand drumherum habe, in dem unteren Beispiel, ist schon mal viel klarer, was zusammengehört und was nicht. Also bei dem oberen Beispiel, das Kategorien, das hängt so sehr am Rand oben, die Suche ist ziemlich weit unten und der Abstand, ich zeige das noch an dieser Folie, kann man noch besser erkennen. Hier im oberen Beispiel ist der Abstand von oben zum Wort Kategorien kleiner als der zu dem Content, der unter dem Wort Kategorien kommt. Unten im Beispiel ist es so, hier ist der Abstand fast gleich, auf jeden Fall sollte die Überschrift beim Content sein, weil einfach das klar ist, das gehört zusammen. Es ist optisch einfacher, das zu verstehen. Hier habe ich so ein, jetzt mal dieses Page-Builder-Divi, da habe ich zum Beispiel, oder wenn man sich das obere Beispiel anschaut, ist der Abstand von Page-Builder zu Divi größer als der zu dem Icon. Da ist die Zusammengehörigkeit nicht so ganz klar. Dadurch, dass ich den Zeilenabstand hier verringere, ist der Abstand hier zwischen den beiden Wörtern kleiner oder fast gleich wie der. Das heißt, das hier gehört ja erstmal zusammen und dann gehört das zusammen. Also so kann ich quasi auch schon visuell Dinge ordnen. Ja, ich denke auch, dieser Suchbereich, der muss nicht so breit sein wie oben. Den habe ich dann auch noch ein bisschen schmaler gemacht. Also das Fazit zu diesem Kapitel, klare Gruppen. Was gehört zusammen, was gehört nicht zusammen? Auf welche Elemente kann ich eventuell verzichten? Linien, Flächen, Schatten oder wo brauche ich wirklich Linien oder Verläufe oder was auch immer, auf Zwischenräume und Abstände achten, ja, und Luft zum Atmen lassen. Eben wie in den Räumen, in die man reinkommt. Wenn ich da nicht durchkomme, dann ist das irgendwie so, ja. Also wozu das Ganze? Also Design ist Kommunikation. Wenn wir was vermitteln wollen, dann sollte das so verpackt sein, dass wir es auch über das Design oder das ist quasi die Verpackung, über die man auch visuell besser verstehen kann. Wenn es aufgeräumt ist, ist es übersichtlicher und diese Klarheit führt eben dazu, dass es verständlicher ist. Das war's. Hier ist der. Oh wow, ich war mega schnell. Also hier ist nochmal der Link und auch der QR-Code. Ich hoffe, der ist groß genug. Eben, da findet ihr diese Folien jetzt, die ich hier gezeigt habe. Unten zwei, drei Links. Man kann einen Design-Check auch, man kann mit seiner Website auch zu mir kommen und sagen so, hey, guck doch mal da drüber. Dann finde ich in der Regel ganz viel Zeug. Und ja, mein Kontakt. Vielen Dank. Ja, jetzt Fragen. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ich sehe eine Hand. Also er fragt, ob der Design-Check auch genutzt wird. Also ich habe das jetzt schon in zwei, drei Meetups gemacht, dass die Leute ihren Link mitbringen konnten quasi und dann haben wir das so vor versammelter Mannschaft mal so ein bisschen, sind wir da durchgegangen, 5 bis 10 Minuten oder so. Die Idee, den Design-Check auch so online anzubieten, das ist jetzt relativ neu. Also von daher, also du darfst der Erste sein.
Also auf dem LinkedIn-Profil ist zum Beispiel ein direkter Link, kann man einen Termin buchen oder eben auch unter diesen Links ist auch dieser Link für einen Design-Check. Ja. Ja, danke, Yvonne. Eine Frage, was machst du gegen den schlechten Geschmack der Auftraggeber? Weil das ist alles, ja, 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 ich unterschreibe jetzt alles, aber was machst du dagegen? Der hat halt einfach einen schlechten Geschmack. Wie gehst du damit um? Ich nimm die nicht. Nee. Nee, ist natürlich schwierig, aber irgendwie, also bisher habe ich es immer geschafft, die Leute zu überzeugen. Und tatsächlich, ich finde meine Kunden über... Auch, ja. Also ich zeige gute Beispiele, ich zeige Beispiele, wo ich denke, die könnten gut zu dieser Person oder zu diesem Kunden passen. Ja, ich höre mir natürlich, das hast du ja auch so schön in deinem Vortrag erklärt, Kommunikation ist alles. Also ich rede ganz viel mit den Leuten und versuche auch wirklich dann herauszufinden, okay, was ist jetzt wirklich das Bedürfnis? Und in der Regel nehmen die meine Designs wirklich an. Also, ja. Erstmal ein schöner Vortrag, vielen Dank dafür. Danke. Das sind ja letzten Endes Sachen aus der Gestalttheorie, die du beschrieben hast. Also Nähe, Form, Farbe erzeugt Zugehörigkeit. Mhm. Und was ich schwierig finde, ist in den Beispielen, das ist immer ganz offensichtlich, weil die hat man ja so gewählt, dass sie das zeigen. Aber mit dem Kunden finde ich das manchmal schwer, wenn sie dann sagen, ja, du müsstest mir quasi helfen, was gehört thematisch zusammen? Wo ist der Zusammenhang quasi? Was soll beieinander stehen? Und dann kommen die quasi ins Schwimmen. Und dann muss man mit denen eigentlich quasi die Struktur ihrer Firma oder ihrer Webseite durchgehen, wo man doch eigentlich quasi das Design gerade bespricht, weil man quasi jetzt den Leuten dabei helfen muss, ihre Gedanken zu sortieren. Weil letzten Endes geht es ja darum, Gleichartiges zu gruppieren, damit die Zuordnungen klar sind, so, aber wenn die das selber nicht klar haben, so, was macht man denn? Dann wird man ja quasi zum Berater. Also, ja, ist so, definitiv. Also, wenn mir nicht klar ist, was der Kunde vermitteln möchte, also ich stelle so lange Fragen, bis ich das gerafft habe, weil wenn ich das nicht verstanden habe, dann kann ich das ja nicht in ein Design transformieren, was andere verstehen sollen. Also es ist ganz oft, dass ich auch mit dem Card-Sorting arbeite, das kommt immer ein bisschen drauf an, wie viel Inhalt es wirklich gibt. Manche Inhalte sind wirklich relativ einfach zu strukturieren, aber wenn das sehr komplex ist, dann mache ich wirklich mit den Leuten, weiß nicht, 2-3 Stunden Workshop und wir sortieren erstmal. Also dann haben wir Kärtchen, schreiben Stichworte drauf, es ist klar, es braucht eine Kontaktseite, wenn die noch ein Newsletter wollen oder eben wo, dass man mal so die Karten verteilt und ich mache das dann auch gerne so haptisch auf dem großen Tisch. Nachher ein Foto und so, dass man wirklich mal gruppieren kann, dass man Inhalte, ich habe das auch schon gemacht, dass ich eine Website hatte, wo einfach ganz viel Text. Ich habe dann, die waren nicht so komplex, aber es gab sicher so 5-6 Seiten mit viel Text. Ich habe die einfach ausgedruckt komplett und die ganzen Dinger zerschnitten und wirklich geguckt, okay, das ist Content, der wiederholt sich hier, das packen wir mal hier zusammen. Also wirklich so vom Groben ins Kleine und dann reduzieren. Also, ja. Also ja, man fängt beim Strukturieren und beim Aufräumen erstmal an. Ja. Oft. Keine Fragen? Dann. Wir haben echt noch Zeit, ne? Ich habe echt gedacht, das dauert viel länger, aber ja. Dann danke ich dir für den Vortrag. Danke, vielen Dank. Für die tollen Einblicke. Wir haben noch ein kleines Geschenk.